Hallihallo, meine lieben Leute! Es ist wieder soweit. Die Wutbox ist da. Diesmal irgendwie ein bisschen früher. Ich war sehr verwundert, als ich die vor 2 Tagen bekommen habe, am 30. August. Normalerweise kriege ich die so ab dem 2., 3. bis zum 6. Auf einmal war das Paket schon da. Hui! Okay, aber die E-Mail, ihr Paket wurde verschickt, kam 2 Tage später. Ja, da an dem System müssen wir noch feilen. So. Wie wir sehen, wieder eine schöne Box, naja, also ne, diese Standardbox und dazu nochmal, also kurz nochmal, ich höre mich heute ein bisschen erkältet an, wie man wahrscheinlich merkt, irgendwas hat mich wieder angesteckt, egal, so auf jeden Fall, letzte Wutbox, Unboxing, habe ich ja gesagt, hässlich und hast nicht gesehen und ja, und ich glaube 2 Tage später habe ich dann eine Anleitung bekommen per E-Mail, wie man die Box denn doch umbauen könnte und die Box sieht eigentlich dann so aus. Die Super NES Nachbildung, ne? Ja, und schon sieht sie doch ein bisschen besser aus. Dumm gelaufen. So wird es wahrscheinlich auch hier wieder sein. Werde ich ja dann sehen. Gut, das ist dann jetzt die September-Box. Jetzt, Moment, was ist das? Ah, hier ist die Öffnung. Dann wollen wir mal schauen, ja. Das Thema, Moment, das werde ich jetzt rausfinden. Ich schaue mal einfach das Heft. Ach ja, genau. Bad Guys. Thema heute: Bad Guys. So, ja. The human whose name is written in the snow shall die. Death Wood. Ein bisschen abgeleitet. Death Note. Hm? Ne? Ist, okay, this note will not take effect unless the writer has a person's face in their mind when writing his book, name. Therefore, people sharing the same name will not be affected. Und so weiter und so weiter. Ich will den ganzen Spaß jetzt nicht vorlesen. Ich kann ja mal, vielleicht einfach mal so da reinhalten. Aber wahrscheinlich klappt das nicht so ganz. Ja, egal. So. Ja, ich bin, das hört sich grauenhaft. So, ja. Wir lieben es, sie zu hassen und entschuldigen sie sogar für ihr Verhalten. Ob sie versuchen, die Welt zu zerstören, die Menschheit oder nur ihren ewigen Gegenspieler. Sie sind notwendig zur Erschaffung einer guten Erzählung und nicht bereit zu verschwinden. Ihre schwierige Kindheit, ihre inneren Dämonen und ihre dunkle Vergangenheit bringen uns dazu, sie sympathisch zu finden. Immer das Gegenteil vom netten Helden und oft charismatischer als letztere. In diesem Monat geben sich die Bad Guys in eurer Wutbox die Ehre. Ja, ich werde das jetzt erstmal zur Seite legen, ne, wegen Spoiler-Alarm. Und greife mal in die Kiste und greife gerade direkt. Ja, ich nehme das obere, das fühlt sich klein an. Was ist das denn? Hocha! Street Fighter! Stäbchen. Essstäbchen. Von Street Fighter. Ja. Ja, gut. Ich meine, ne? Ich weiß nicht. Also, ne? So Street Fighter und dann halt die Stäbchen, mit denen ich überhaupt nicht essen kann. Vielleicht sollte ich es mal lernen. Gut. Die sind aus, ich würde sagen, Plastik. Moment, ich guck mal eben ganz kurz. Wenn die blöde Tüte denn doch mal so... Ich gucke mal. Ich kicke mal. Ja, doch. Ja, es ist Plastik. Ja. Ja, doch. Also ich sag mal so, es sieht auf jeden Fall... Ach ja, und dann hat man hier den kompletten Kopf drauf. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich schwierig.
So, und dann, ich drehe mal den Kram. Ja, das ist wahrscheinlich schwierig zu sehen, aber ja, egal. Also es ist ein schickes Design, aber es ist, ich weiß jetzt nicht, 16-Bit, bla bla. Es sind ein paar Logos drauf. Also, okay, es sind die Bad Guys. Ob das ein Street Fighter Bad Guys? Okay. Ist auf jeden Fall schon mal ganz nett. Jetzt, es fühlt sich gut an. Es fühlt sich nach, ja, Popfigur an. Alter, wie geil. Sauron. Das ist Sauron. Jeder kennt ihn, wer Herr der Ringe gesehen hat, ne? Mann, der sieht ja geil aus. Wenn man den sieht, das ist schon wie krass geil. Collect the entire line of Funko Pops. Movie Supply Stiller. Was mich jetzt gerade wundert, normalerweise hat man auf der Rückseite noch ein paar andere Figuren, aber hier jetzt mal nicht. Also, doch, der ist sehr geil. Sauron ist zwar ein Arschloch, aber die Figur ist geil. Gut, hab ich auch schon gesagt. Das gibt bestimmt einen Strike. Ach, Fluch der Karibik. Ein Beutelchen. Ich wollte gerade Salazars Rache. Sehr schwer, die Scheiße. Gut, zum Thema Bad Guy. Ich finde ihn aber nicht sympathisch als Bad Guy. So. Jetzt. Hübsch. Wootbox. Das wird dann auch ein Exklusivtitel sein. Sieht man jetzt hier nicht, aber. Ich gehe da mal von aus. Werden wir gleich mal sehen. In der. Das sieht dann so aus. Das ist so ein Stoffsäckchen. Ja, ups. Mit Fluch der Karibik Aufdruck. Ja. Und hier auf der Rückseite, ich ziehe das mal ein bisschen auseinander, steht da nochmal Wootbox drauf. Ne? So, da kann man davon ausgehen, ist ein exklusiver Titel, Artikel. So, mal gucken, was da drin ist. Es ist sauschwer, aber man merkt schon, dass. Oh, okay. Es ist so eine Art Münze. Von. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja gut, welches Metall kann man jetzt nicht direkt identifizieren, Messing. Aber es, das Ding sieht schon sehr geil aus. Das ist die Vorderseite, so ein Totenkopf mit Fluch der Karibik. Und dann hier auf der Rückseite ist auch nochmal ein bisschen was drauf. Das ist gut schwer. Ja, Entschuldigung. Ich hasse Erkältung. Wer hat sie eigentlich erfunden? Die Schweizer. Hoffentlich sieht das keiner. So, dann wollen wir mal gucken, was die Kiste noch. Da ist noch was Kleines. Der übliche Pin. Bad Guy. Das ist jetzt. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das ein. Ist auch ein meistens. Nee, die Pins sind ja auch Exklusivtitel. Jetzt habe ich nur ein Problem, den Vogel hier zuzuordnen. Aber egal, der eine oder andere wird es wahrscheinlich erkennen. Er sieht auf jeden Fall auch ganz cool aus. Nur ich weiß leider nicht, ob, beziehungsweise wer es ist. Das ist jetzt blöd, aber gut. Macht aber auch ein. Ganz guten Eindruck. So, das nächste ist, glaube ich, wenn ich das richtig gefühlt habe, ein T-Shirt. Und dann ist die Box leer. Ach. Okay.
Es sieht so aus, ja, sieht nicht nur so aus, es ist ein Dragon Ball Shirt. Ja, ja, mit der Serie habe ich mal gar nichts zu tun, habe ich mir nie angeguckt. Ich höre das nur so, Dragon Ball. Es ist ja so eine Sache, ne? Eine Pokémon, eine Dragon Ball, dann Yu-Gi-Oh! Und der ganze Kram. Ich bin nicht jetzt der Mega-Anime-Fan. Nein, ich guck's eigentlich so gut wie gar nicht. So, und wahrscheinlich werden jetzt einige sagen, boah, geil, Dragon Ball. Ja, es ist auf jeden Fall ein offizielles Shirt, weil hier einmal Dragon Ball drin steht und hier Papier drin ist. Nein, Quatsch, oder? Dann hast man hier nämlich auch noch Toy Animation, okay? Noch mit allem Pipapo. Und ja, okay, also ich muss... Vegeta. Gut, die Dragon Ball Fans werden jetzt ganz genau erkennen, wer es, um wen es sich handelt. Ich weiß es nicht, weil ich habe es mir nie angeguckt. Und ich muss sagen, es ist auf jeden Fall, auch wenn ich es nicht gucke, es ist ein ziemlich geiles Bild. Ne? Es ist wirklich ein sehr guter Druck. Also das muss man schon sagen. Es ist ein wirklich sehr gelungener Druck. Also ich meine, trotz, dass ich das nie gesehen habe, muss ich sagen, es gefällt mir trotz allem, auch wenn ich da überhaupt nichts mit zu tun habe. Aber ich muss tatsächlich mal sagen, diese Wutbox hat mal die andere um Längen übertroffen vom letzten Monat, weil die, ja, ne, es ist so. Also ich würde mal sagen, von den Bad Guys jetzt mal einen kurzen Blick reinwerfen, weil die haben ja, ach guck mal, hier sind die Momente, es gibt ja immer die Möglichkeit, sich mit diesen Sachen abzulichten, zu posen und vielleicht mit ein bisschen Glück hier rein, vielleicht sollte ich das auch mal machen. Einfach mal ein Bild. Ne? Vielleicht habe ich ja auch Glück und komme da rein. Ne? Na, Wutbox-Team? Ne? Vielleicht? Ja, gucken die wahrscheinlich sowieso nicht, weil... So, dann kommen wir mal hier... das sagt der Geek, wir haben getestet Destiny 2. Nee, das will ich jetzt hier nicht wissen. Mega Wutbox. Habe ich bisher noch keine gewonnen. Vielleicht diesmal, vielleicht nächstes Mal, vielleicht gar nicht. Wow. Ein Fernseher von 1100 Euro ist da drin. Eine Playstation von 250 Euro ist da drin. Destiny 2 Box. Und eine Figur für 200 Euro. Also das ist so die Mega Wutbox. Ne? Das ist schon ziemlich krass. Krass. So, auf den nächsten Seiten. Ja, Funko Pop. Also, die schreiben hier... Wutbox schreibt hier immer den Wert von den Sachen 15 Euro. Kommt auch hin, weil so, ich sag mal, plus minus liegen die immer bei 15 Euro. Kann schon mal teurer sein, wenn die größer oder wenn das Exklusivtitel sind. Das T-Shirt 20 Euro. Das ist auch so, sag ich mal, so Standardpreis für T-Shirts. Und Münze offiziell und exklusiv. Ach ja, ja, da steht ja. Flugdecke. 6 Euro kostet dann halt die Münze. Hm. So, und die, die Street Fighter. Ach, das sind auch ein Wutbox-Exklusivtitel. Die Dinger hier. Mit einem Wert von 8 Euro. Also 4 Euro pro Plastikstick. Ja, das ist dann wahrscheinlich der Name. Street Fighter. So, in Ermangelung des Originals, diese Darstellung der Maske eines der größten Schurken könnte so einige das Spiel schnell. Lasst euch nicht eines Besseren belehren. Die Seele von Bane ist überall dort präsent, wo ihr diesen Pin tragt. Bane. Mit 4 Euro. Auch ein Exklusivtitel, ja. So, und Vorschau auf die nächste Box. Kann alles sein.
sieht aus wie der, ja, ich würde sagen, könnte der Joker sein, so in der Richtung, ne, so, ah, doch, oder? Also, dann wahrscheinlich Superhelden, Superheldenbox, könnte sein, ja. Das war dann halt jetzt die Hutbox. Also ich muss sagen, meine Favoriten, das Ding auf jeden Fall. Was haben wir denn? Also, ja, die Münze, muss ich sagen, die ist wirklich geil geworden. Ja, gut. Ich sag, sie sehen irgendwo stylisch aus, aber ich werde sie wahrscheinlich nie benutzen. So, und tatsächlich das T-Shirt, das hat mir auch gefallen, obwohl ich kein Zuschauer dieser Serie bin und Fan oder was auch immer, aber trotzdem ist das echt gut. Ja, gut, Pins haben die in jeder Box, der ist auch gut, es gab schönere. Ja. Ja, und das war's dann von der Hutbox September 2017. Die Bad Guys, wobei, ja, die Bad Guys, ja doch, doch auf jeden Fall. Also, mein absoluter Favorit, ich bin, habe ich schon in anderen Videos gesagt, Funko Pop, sehr geil. Ja, und wenn es euch interessiert, ich habe noch jede Menge andere Hutboxen, geöffnet, wie auch immer. Ich denke mal, ich werde mal die Playliste hier verlinken, eventuell. Und neuerdings auch eine andere Lootbox, möchte ich hier auch mal erwähnen, die Kings Lootbox. Also Lootbox, Kings Loot. Schaut einfach mal rein, wenn es euch interessiert. Auf jeden Fall, sage ich mal, hier, bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich die Kings Loot Mitte September und Oktober wird es dann wahrscheinlich wieder eine Hutbox sein. Im Moment habe ich sie ja noch abonniert. Ja, und in diesem Sinne, fröhlichen Schnupfen, lastet trotz, nein, lasst es lieber sein. Gut trotz, schönes Wochenende. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao. Nachtrag, ja. Eigentlich habe ich mich schon verabschiedet, aber die Erkältung hat mich ein bisschen kirre gemacht. Ich habe nämlich was vergessen. Eigentlich, ich wollte euch ja ganz kurz mal zeigen, die Standardbox hat diesmal wieder ein Innenleben oder beziehungsweise ein inneres Außenleben oder ein äußeres Innenleben oder wie auch immer. Es lebt auf jeden Fall, auch auf der anderen Seite. Und weil ich das euch jetzt vorführen wollte, mache ich das jetzt mal ganz flott. Das ist eigentlich ganz recht schnell zusammengeschustert. Glaube ich zumindest. Schuster bleibt bei den Sohlen. Ich packe mal, rede Scheiße und am Schluss kommt irgendein Scheiß dabei raus. Nämlich das, dass die Box einfach dann fertig ist und aussieht wie, ja, wie sieht sie aus? Au, mein Finger. Moment. Ich will ja nicht das Video in die Länge ziehen. Unnötig. Nein, will ich gar nicht. Überhaupt nicht. Fertig. So, tada! Verschnupfte Nase. Das Wut. Ja? So abgeleitet von dem schönen Death Note. Ja? Also, lass mal kreisen. Sieht auch sehr stylisch aus. Ne? Also das wollte ich euch eigentlich noch schnell vorgeführt haben, wie es eigentlich dann aussieht, die Kiste zum Sammeln. Ich muss sagen, das macht Wutbox richtig geil. Das könnten andere vielleicht auch, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben die immer bei ihren Boxen ein ansprechendes Design. Und wenn man nicht zu blöd wäre, die zusammenzupacken, würde die nicht auseinanderfallen. Und ja, und das finde ich eigentlich sehr nice. Die Boxen lassen sich dann auch sammeln. Ob man natürlich dann Platz dafür hat, ist eine andere Frage. Aber diesen Style finde ich geil. Boah, war der schlecht.
Oder auch gut, kann man sagen, ist egal. Ja, auf jeden Fall, das wollte ich euch noch schnell zeigen, weil ich natürlich wieder im Video gepennt habe. Ja, die Erkältung, Wochenende, Freitag, auf Wiedersehen. Ne? Also, ja, und das habe ich euch jetzt nochmal ganz schnell nachgeliefert. Und wünsche euch jetzt wirklich endlich ein schönes Wochenende. Ne? Ja, auf das, dass mir beim nächsten Mal nicht mehr passiert. Ciao.